Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte natürlich die Anregung mitnehmen und mich auch bei meinem Bericht hier im Namen des Ausschusses entsprechend kurz halten. Ich denke, wer die Möglichkeit nutzen wollte, hat den sehr umfangreichen Bericht, der erstellt wurde, nach der Beratung im Agrar- und Umweltausschuss gelesen. Aus dem geht hervor, welche Anzuhörenden wir alle noch mal darum gebeten hatten, zu sagen, ob ihre Stellungnahme, die sie im Rahmen der Verbandsanhörung der Landesregierung abgegeben haben, ob die noch aufrecht erhalten wird, ob darüber hinaus vielleicht aber auch noch weiterer Regelungsbedarf nach dem Vorlegen des Gesetzentwurfs durch die Landesregierung gesehen wird und auch entsprechend noch mal die Möglichkeit eingeräumt wurde, zu sagen, welche Punkte sozusagen vielleicht in der Zwischenzeit noch neu aufgegriffen werden sollen. Da sind auch einige Anzuhörende entsprechend termingemäß dieser Aufforderung nachgekommen. Dabei möchte ich benennen die Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldgemeinschaft und der Ökologische Jagdverband. Die haben Waldwirtschaft, Entschuldigung, die beiden haben eine gemeinsame Stellungnahme abgegeben. Der Forstverein, die IG Bau, der Landkreistag, der Verband der Familienbetriebe Land und Forst und auch der Waldbesitzerverband haben uns ihre Stellungnahmen entsprechend zugeleitet. Es gab aber auch verspätete Stellungnahmen vom BDF, vom Landesanglerverband und auch vom Landesjagdverband. Das heißt nicht, dass wir sie formal nicht trotzdem gelesen und in unsere Überlegungen in den Fraktionen einbezogen haben. So streng sind wir natürlich nicht, wenn die so weit vorgelegen haben, bevor wir beraten haben, gehe ich mal davon aus, dass jede Fraktion die Stellungnahme auch gelesen hat und entsprechend in ihre Überlegung einbezogen hat. Darüber hinaus hat sich der Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern gemeldet, der sich insbesondere noch mal über die Aufgabenneuzuteilung bei der Landesforstanstalt Wort verschafft hat, nämlich wenn es darum geht, mit der neuen Aufgabe beratende Maßnahmen zur Unterstützung von Landkreisen und Gemeinden bei der Einrichtung und Unterhaltung eines landesweiten Wander- und Reitwegenetzes als neue Aufgabe der Landesforst zu geben. Da war Ihnen noch mal wichtig klarzustellen, dass bitte auch in Zukunft nicht einfach auf landwirtschaftlichen Flächen das Reiten und Fahren erlaubt werden soll. Der BDF hat noch mal klargestellt, dass sie sich gewünscht hätten, dass in den Regularien, die hier angefasst werden, deutlich mehr die Oberziele für die Forstpolitik in Mecklenburg-Vorpommern, für die Ausrichtung unserer Landesforstanstalt eine Rolle gespielt hätten. Das war nicht Sinn dieses Gesetzesvorhabens, was die Landesregierung eingebracht hat. Das muss man an der Stelle ganz klar sagen. Nichtsdestotrotz gehe ich davon aus, dass in den Fraktionen das entsprechend wahrgenommen wurde. Eine wesentliche Änderung bezieht sich ja aber auch im Gesetzesentwurf darauf, dass die schwarze Null nicht mehr so festgeschrieben ist wie noch in der Vergangenheit, was der aktuellen wirtschaftlichen Lage auch gut entspricht. Es sind eine ganze Reihe von Änderungsanträgen, insbesondere nach Gesprächen mit der IG Bau, durch die Fraktionen eingereicht worden, beziehungsweise durch die Fraktionen Die Linke und die Koalitionsfraktionen. Es gab auch relativ wortgleiche Änderungsanträge, die entsprechend angenommen worden sind. An der Stelle vielleicht zu benennen, dass eben im Landesforstbeirat auch in Zukunft weiter, Entschuldigung, im Verwaltungsrat in Zukunft auch der forstliche Sachverstand weiter eine wesentliche Rolle spielen soll. Damit aber entsprechend die Stimmverhältnisse gewahrt bleiben, haben wir uns dazu entschieden, als Ausschuss in die Beratung einzuspeisen, dass dieser forstliche Fachverstand entsprechend beraten im Verwaltungsrat tätig sein soll, ohne Stimmrecht, damit dann nicht entsprechend der Vorsitzende des Verwaltungsrates ein doppeltes Stimmrecht bekommen muss, um bei Pattsituationen am Ende das Zünglein an der Waage zu sein. Und es ging im Wesentlichen auch noch mal darum, das Wildwirkungsmonitoring einzurichten. Das ist ein Kritikpunkt auch gewesen des Landesjagdverbandes in der Stellungnahme, die der Landesjagdverband abgegeben hat. Ich möchte an dieser Stelle für den Ausschuss betonen, dass es vor allen Dingen darum ging, jetzt der Landesforstanstalt das Wildwirkungsmonitoring als Aufgabe zuzuschreiben, was die Ausgestaltung angeht, was auch die Durchführung entsprechend in anderen Wäldern als dem Landeswald angeht. Das ist erstmal noch was, was auf einem ganz anderen Blatt Papier steht. Und eine weitere Änderung, die ich noch ansprechen möchte nach der Ausschussberatung, ist, dass wir neben den sprachlichen Anpassungen, was Gleichstellung angeht,
auch noch mal darauf hingewirkt haben, dass es dem Ausschuss sehr wichtig ist, dass es eben auch weiterhin das Landeswaldforum gibt, optional, aber dass der Landesforstbeirat als das Gremium, was den Minister oder die Ministerin, je nachdem, was die nächsten Jahre, bis das Gesetz vielleicht irgendwann mal wieder angefasst wird, da an Verantwortungsträger ja, bereitsteht, wie auch immer, wer in Verantwortung steht, dass dieser Landesforstbeirat unbedingt auch verpflichtend weiter eingerichtet bleiben muss und dass eben auch nicht irgendwann mal der Forstbericht gegeben wird, sondern dass natürlich zu einem geeigneten Zeitpunkt, so war die ursprüngliche Formulierung, aber mit der Klarstellung, dass eben auf Antrag einer Fraktion oder mindestens zur Mitte einer Legislaturperiode der Forstbericht entsprechend durch die Landesregierung gegeben werden muss. Das heißt, hier hat der Ausschuss und damit das Parlament noch mal deutlich gesagt, wenn das Parlament diesen Bericht haben möchte, dann kann es natürlich auch das so beschließen und die Landesregierung auffordern, den Zustandsbericht entsprechend abzuliefern. Und von daher haben wir im Ausschuss einige kleine, aber feine Änderungen beschlossen, ansonsten aber im Großen und Ganzen den vorgelegten Gesetzesentwurf als gut und richtig empfunden. Und von daher kann ich für den Ausschuss hier nur um Zustimmung werben. Vielen Dank.